muss früh aufstehen, um den Gunung Agung so klar zu erleben. Mit 3143 Metern ist er der höchste Berg und das Wahrzeichen Balis. Auf den Gipfeln wohnen die Götter, glauben auch hier die Menschen. Der Vulkan Gunung Agung gilt als Zentrum des balinesischen Kosmos. Berge bilden auf Bali das Gegengewicht zum Meer. Dort unter den Wellen vermutet man den unreinen Bezirk des Totenreiches. Die Berge dagegen bringen das Gute. Von ihnen gehen Reinheit, Segen und Fruchtbarkeit aus. Doch das Gute kann auch strafende Zeichen setzen. Am 28. Februar 1963 erwachte der Gunung Agung aus langem Schlaf. Der angeblich erloschene Vulkan spie plötzlich Feuer und glühende Magma. Die Lavaströme verwüsteten große Teile Nordbalis. Tausende starben. Zum Zeitpunkt des Vulkanausbruchs bereitete man sich im Haupttempel der Insel, in Besaki, auf ein großes Opferfest vor. Als die Lavamassen den Abhang hinunterflossen, verharrten die Gläubigen im Tempel. Doch auf wundersame Weise teilte sich der Lavastrom. Der bedeutendste Tempel der Götterinsel blieb verschont. 1989, 26 Jahre danach, feiert man in Besaki wieder ein großes Opfer- und Reinigungsfest. Wir sind hergekommen, um Zeugen dieses ungewöhnlichen Ereignisses zu werden. In Besaki bereitet man sich auf die Wallfahrt Hunderttausender von Pilgern vor. Mit einer großen Prozession suchen sie die Begegnung mit Göttern und Ahnen, wollen ihnen Opfergaben darbieten. Trotz jahrzehntelangem Einfluss von Kolonialherren und Touristenströmen sucht die Götterinsel das Gleichgewicht mit der geistigen Welt und ihrer Tradition. Indonesien besteht aus 13.677 Inseln. Davon sind nur 6.044 bewohnt. Eine davon ist Bali. Sie ist Teil jener Inselkette, die sich von Malaysia bis nach Neuguinea erstreckt. Die Mehrheit der Indonesier sind Moslems. Der größte Teil der 2,5 Millionen Balinesen dagegen gehört der hinduistischen Stammesreligion an. Kulturelles und geistliches Zentrum der Insel ist Besaki am Fuß des Vulkans Gunung Agung. Hier liegt das Zentrum der Wallfahrt und der Ausgangspunkt der Prozession zum Meer. Aus der Luft sieht man nur ein Gewimmel von Menschen in einer ausgedehnten Tempelanlage. Bali-Kenner bezeichnen das Fest als eine große Reinigungszeremonie. Reinigung der Seelen und der Insel, Begegnung mit Göttern und Ahnen. Doch was heißt das? Können wir überhaupt nachempfinden, was das Fest für die Balinesen bedeutet? Wie kann eine Zeremonie das Böse durch das Gute überwinden? Wir beschließen, genau hinzusehen. Und weil es um die vergöttlichten Ahnen geht, beginnen wir im Reich der Schatten. Anyento bangkit, anyento mulut. Seri Maharaja Prabu Kesawa. Der Dalang, ein Schattenspieler, erzählt uns die Geschichte des bevorstehenden Festes. Traditionsgemäß war es der Hofnarr des Königs, der mit den Priestern die Notwendigkeit einer Reinigungszeremonie für die Insel festlegte. Den Rhythmus seiner virtuosen Spielkunst bestimmt der Dalang mit dem Fuß. Der Holzklotz zwischen den Zehen gibt den Takt der zumeist stundenlangen Vorführungen. Das Schattenspiel ist, wie die Religion, aus Indien gekommen. Bereits vor 1000 Jahren wurde so die hinduistische Mythologie verständlich gemacht. Schattenspieler werden auf Bali als Priester und Weise geehrt.
Im Flackerschein der Kokosleuchte finden sich Ahnen und Götter ein. Gerade an sie wendet sich der Schattenspieler. Was wir hier beobachten dürfen, findet eigentlich im Verborgenen statt. An heiligen Quellen wie dieser schöpfen Brahmanenpriester auf Bali und den umliegenden Inseln das Wasser für die große Reinigungszeremonie. Auf geheimen Wegen gelangt das Quellwasser von hier zum Muttertempel, um den zahllosen Wallfahrern Segen zu spenden. Dazwischen liegen jene magischen Rituale, mit denen es den Priestern gelingt, das schlichte Quellwasser in das ersehnte heilige Wasser zu verwandeln. Nur Eingeweihte kennen die Silben der Zwiesprache mit Blüten und Geistern, mit denen die Priester das Wasserritual zelebrieren. Wir haben nie das Gefühl, einen Quacksalber zu beobachten. Die Handlung gleicht eher einer Meditation und Huldigung an das Element, das so überragende Bedeutung für die Fruchtbarkeit der tropischen Inseln hat. Die Insel schmückt sich für das Fest. Kunstvoll verzierte Bambusstangen, die Penjors, werden an fast allen Straßen errichtet. Prächtige Bambusgeflechte, Blumen und verspielte Opfergaben in Palm- und Bananenhainen zeigen, wie aufmerksam und liebevoll die Balinesen ihr großes Ahnenfest vorbereiten. Die Bambusornamente am Fuß der Penjors sind allein schon Kunstwerke für sich. Die Kokosnüsse, deutliche Fruchtbarkeitssymbole, Verehrung der Zeugungskraft. Ähnlichkeiten der Stange mit einem Phallus sind keineswegs zufällig. Doch letztlich huldigt man mit solchen Motiven dem kosmischen Weltenberg Meru und seinem Vertreter auf Bali, dem Vulkan Gunung Agung. Überall auf der Insel werden Opfergaben gefertigt. Die Götter und Ahnen sollen sich daran erfreuen. Festvorbereitungen sind den Balinesen von Jugend an vertraut. Bastelarbeit mit religiösem Hintergrund, aber auch Zeit der Besinnung. Man soll das Böse in sich entdecken und verbannen. Vier Grundfarben bestimmen das Bild des Tempels. Man erzählt uns ihre Bedeutung. Schwarz, Rot, Weiß und Gelb stehen für die Dreieinigkeit der hinduistischen Gottheiten Shiva, Vishnu, Brahma und den Sonnengott Surya. Der heilige Vulkan Gunung Agung hüllt derweil sein Haupt in Wolken. Das Wesen balinesischer Mythologie besteht aus dem Gegensatz zwischen Berg und Meer. Der Mensch lebt dazwischen. Dennoch gehören die umnebelten Throne der Götter und die Dämonen der Meere zusammen. Zwischen ihnen muss der Balinese seinen Weg finden. Verliert er ihn, gerät die Insel zu stark unter den Einfluss der bösen Mächte. Die Schlange, die wir in der Nachmittagssonne am Meer aufgestöbert haben, wirkt wie ein lebendiger Ausdruck dieser Vorstellungswelt. Denn die Balinesen fürchten, dass über die fieberheißen Küsten die bösen Kräfte der Tiefe Krankheit und Unglück bringen. Böse und die schwarze Magie verkörpert auf Bali die Hexe Rangda. Mit einem Hauch kann sie die Menschen niederwerfen, lähmen und ihre Seelen verdunkeln. Auch der touristische Einfluss, der die Traditionen auf Bali immer mehr verwässert, hat der unheilvollen Fratze der Hexe Rangda ihren Schrecken nicht nehmen können. Wenn das Böse nur immer so leicht zu erkennen wäre. Für Balinesen sind die Menschen beide Seiten, gut und böse, angelegt.
Das Böse ist freilich oft so stark, dass es das Gute völlig unterdrückt. Mit Fabelwesen rückt das Tanzspiel der nun verhüllten Fratze der schwarzen Hexe zu Leibe. Die Begegnung mit dem Bösen in den Tanzspielen hat einen einfachen Hintergedanken. Die grauenvolle Maske der schwarzen Randa soll Furcht vor dem Bösen bewirken. Wer sich vor dem Bösen fürchtet, setzt sich für das Gute ein, könnte das Motto lauten. In Besaki bricht inzwischen die Prozession über die Dörfer zum Meer auf. Träger führen heilige Schreine und Sänften mit sich, auf denen Götter und Ahnen symbolisch Platz nehmen. Die Schreine sind mit den Zeichen der verehrten Gottheit verziert. Ehrenschirme schützen die Göttersymbole. Die höchste Gottheit trägt man in einem schmucklosen, von weißen Tüchern umhüllten Schrein. Auch böse Geister und allgegenwärtige Dämonen begleiten den Zug. Vier Tage und drei Nächte will die Prozession unterwegs sein. Die Strecke vom Tempel zum Meer und zurück misst 100 Kilometer. Wir begleiten die Karawane der Sänften und Throne, werden selbst zu Wallfahrern einer Reise in eine Welt, die nicht die unsere ist. Der heilige Vulkan überschaut den Weg der Prozession zum Strand. Die Dorfgemeinschaften erwarten die Ankunft des märchenhaften Zuges. Er bringt ihnen das heilige Wasser und die Nähe zu ihren Göttern. Vielfältige Opfergaben sind in den Dorfgemeinschaften hergestellt worden. An ihren Düften und Gerüchen sollen sich die unsichtbaren Ehrengäste laben. Dabei ist es gleich, ob sie die Ahnen erfreuen oder die Dämonen besänftigen. Denn letztlich haben die Opfergaben auch eine praktische Bedeutung, als willkommene Mahlzeit für die Wallfahrer. Schon lange haben wir vergessen, dass wir eigentlich auf einer touristisch völlig erschlossenen Insel sind. Wir beginnen eine Ebene im balinesischen Denken zu erspüren, die sich nur aus dem Charakter der ständig von Naturkatastrophen bedrohten Inseln erklären lässt. Eins mit den Göttern, die sich auf prächtig geschmückten Sänften zum Meer tragen lassen. So fühlen sich die Balinesen geschützt und gestärkt. Für den Beteiligten wächst die Chance, ohne Unglück und Bedrängnis leben und friedlich sterben zu können. Deswegen opfert, zelebriert und feiert man so oft wie möglich. Die beste Gewähr, dass die Götter zur Erde kommen und man sich in ihrer Gegenwart geborgen fühlt. Die Prozession nähert sich der Nacht. Man erwartet Opferhandlungen, Zeremonien und dämonenbeschwörende Tänze. Auch daran sollen sich die Götter erfreuen. Ja.
Garuda, der Göttervogel, das balinesische Wappentier gegen unsichtbare Angreifer. Daneben Hanuman, der Affengeneral und seine Armee aus zuckenden Leibern, gekleidet in schwarz-weiße Karos. Symbole der gegensätzlichen Pole im balinesischen Kosmos. Das rhythmische Chak-Chak soll die Krankheitsdämonen vertreiben. Zwischen religiöser Hingabe und Volksbelustigung, wie alle Tanzspiele auf Bali, beschwört die Szene die aufkommende Nacht. Hier am Strand hat die Prozession die Nacht verbracht und die Verbindung mit den bedrohlichen Kräften des Meeres gefunden. Was sich hier im Schutz der Dunkelheit an Zeremonien und Ritualen abgespielt hat, blieb unseren Kameras verborgen. Vor dem ersten Morgenlicht ist die Prozession vom Meer wieder aufgebrochen, um durch Reisfelder und Dörfer den Weg zurück nach Besaki am Fuß des Vulkans zu gehen. Die Überreste von Opfertieren am Strand lassen nur erahnen, was hier in der Nacht stattfand. Blutopfer, heidnische Gebräuche, satanische Riten, würde man bei uns sagen. Beschwörung und Besänftigung der Meeresdämonen nennt es der Balinese. Durch die Reisfelder beginnt unsere Suche nach dem Zug der Götterthrone und Ahnensänften. Die kunstvoll bewässerten Reisterrassen sind Quell des Wohlstandes und werden seit Urzeiten göttlich verehrt. Glaubt man alten Berichten, so liebten sich die Menschen früher in den Reisfeldern, um deren Fruchtbarkeit zu beschwören. Der Reisgöttin widmen die Balinesen auch ihr reinstes Zeremoniell, den Trance-Tanz junger Mädchen vor der ersten Menstruation. Im Glauben der Balinesen schweben Engel auf die entrückten Körper hinab, die sie im Rhythmus der Lieder und Klänge der Gamelan-Orchester nächtelang wiegen. Trance-Phänomene gibt es in vielen Kulturen. Durch das Ausschalten des Tagesbewusstseins kommt das Unbewusste, das Verdrängte hervor. Der Bereich jenseits von Ablenkungen und Fremdeinflüssen.
Die ausgesuchten jungen Mädchen vor der Geschlechtsreife knüpfen das Band mit den vernachlässigten unbewussten Bereichen. In der reinen Intuition liegt die Verbindung zum Göttlichen, zu den Seelenschätzen der Ahnen. Das spürt auch unser entfremdetes westliches Empfinden. Das Erwecken aus der Trance ist Aufgabe des Priesters. Behutsam besprengt er die Dahingesunkenen mit heiligem Wasser. Im Schoß ihrer Mütter werden sie vorsichtig ins Diesseits zurückgeholt. In der Kultur Balis gibt es zwei Welten. Eine vordergründige zur Befriedigung touristischer Neugier und eine tief empfundene, die im Schutz der Nacht den Seelen der Inselbewohner vorbehalten bleibt. Wir haben die Prozession wieder eingeholt und ziehen mit ihr weiter. Ihre Ankunft wird überall zum festlichen Ereignis, auf das sich die Dorfgemeinschaften lange vorbereitet haben. Als wären die Opfergaben in den silbernen Gefäßen Teile ihrer Körper, balancieren die Frauen die Speisen für Götter und Ahnen. Die Prozession hat das heilige Wasser gebracht. In den Dörfern geben die Priester das Wasser an die Hausgemeinschaften aus. Die jungen Tänzerinnen der dörflichen Tanzschule schauen der Handlung staunend zu. Mit Gamelan-Orchestern begleiten die Dorfgemeinschaften ihre Götter und Ahnen bis zur Grenze ihrer Dörfer. Wir spüren die Bedeutung der Religion und werden nachdenklich. Was wir hier erleben, ist kein religiöser Feiertag. Es ist ein Fest, getragen von Individuen und Dorfgemeinschaften. Ein inneres Erlebnis und in Abständen wiederkehrendes Ritual. Unsere religiösen Feiertage verlaufen dagegen nüchtern. Es sind arbeitsfreie Tage, aber für viele keine Feiertage mehr. Umso mehr können wir diese Wallfahrt, an der wir als Gäste teilnehmen, genießen. Uns erfreuen am Farbenspiel der Prozession in der Landschaft. Taumelnd erreichen die Träger der Götterthrone einen Dorftempel, in dem die Prozession rasten will. Das tagelange Tragen der Schreine hat die Männer völlig erschöpft. Die Luftfeuchtigkeit ist unerträglich hoch und die Prozession hat sich in einem Tempo bewegt, dass wir uns fühlen wie nach einem Marathonlauf. Die Träger, aber auch die Götterthrone, sollen im Tempel Ruhe für die letzte Etappe des 100-Kilometer-Marsches sammeln. Vor Sänften und Ehrenschirmen finden sich immer neue Pilgergruppen mit Opfergaben ein. Vermutlich waren es Kaufleute und Mönche, die den Hinduismus im letzten Jahrtausend von Indien über Java nach Bali brachten. Hier hat er trotz einer muslimischen Umgebung überlebt. Der Balinese glaubt an die Seelenwanderung. Auch in Tieren, Pflanzen und Steinen leben für ihn eine oder mehrere Seelen. Wie ein Traumbild oder Schatten nehmen sie vom Körper Besitz. Für den Hindu ist es ein bedrückender Gedanke, in diesen ewigen Kreislauf des Sterbens und Geborenwerdens verstrickt zu sein. Man sagt, die einfachen Balinesen wüssten nicht viel von den philosophischen Tiefen der Religion. Opfergaben herstellen, in den Tempel gehen, beten und heiliges Wasser empfangen,
gehört allerdings seit Kindesbeinen für sie zum Leben wie Essen und Trinken. Eine wahrlich verführerische Umgebung für die Ahnen und Götter. Für balinesische Verhältnisse hat man den unsichtbaren Ehrengästen und der ruhebedürftigen Dämonenwelt ein regelrechtes Schlaraffenland aus Opfergaben bereitet. Beim Verteilen des heiligen Wassers sind alle gleich. Durch das magische Zeremoniell hat sich das Quellwasser in eine heilige Flüssigkeit verwandelt. Versprengt sie ein Priester, so glaubt der Balinese, können wenige Tropfen Wunder bewirken. Benetzt man damit betende Pilger, wird das Wasser zum verbindenden Element mit der geistigen Welt. Die große Reinigungszeremonie lebt von Details. Und die sind kindlich, naiv und einfach. Eine Abkehr von den vordergründigen materiellen Ebenen im Leben. Die Menschen nehmen an vertrauten Ritualen teil und können so eintauchen in ihr Inneres erleben. Eine gute Voraussetzung für die Begegnung mit Göttern und Ahnen. Wenn sich Schattenwesen wie Fledermäuse in einer offenen Höhle sammeln, muss dies eine Bedeutung haben. Für die Balinesen wird daraus sofort ein Fledermaustempel zur Verehrung des Schlangengottes. Achtung vor Naturerscheinungen, Erkennen und Verehren der vielfältigen Wesen im Diesseits und Jenseits. Das macht die Faszination und Vielfalt der Tempel auf Bali aus. Erd- und Schlangengeister, Nagas oder Wächterdämonen. In den Tempeln ist Platz für alle Aspekte des hindu-balinesischen Kosmos. Der Gläubige erkennt in ihnen vielleicht seine Situation, klärt mit ihnen sein Innenleben. Besonderes Merkmal fast aller balinesischen Tempel ist das gespaltene Tor. Es stellt die beiden Seiten des Lebens und der menschlichen Natur dar. Gut und böse. Ständig wird man in Bali daran erinnert. Beide Kräfte haben ihre Berechtigung. Der Mensch muss seinen Weg hindurchfinden. Das heißt, den Ausgleich mit den genauso gespaltenen Kräften seines Ichs suchen. Ein
Ein Netz von vielgestaltigen Tempeln durchzieht Bali von der Südspitze bis hoch in den Norden. Zählt man die Haustempel dazu, dürften es über 100.000 sein. Dieser Tempel verehrt die Meeresgöttin und schützt vor den bösen Einflüssen der unreinen See. Tempel für Ober- und Unterwelt, für Meeres- und Seegottheiten, wie hier am See von Bedugul. Auf Bali hat man kein Wesen vergessen. Die Eindrücke verschwimmen. Kann man mit europäischem Verstand die vielfältigen Motive der Tempel wie diesen in Tanalot wirklich begreifen? Es gibt ein Gesetz auf Bali und das lautet: keine Regel ohne Ausnahme. Das gilt auch für die Tempel und die Religion. Die sogenannten Bali-Kenner tun sich deswegen schwer mit ihrem Anspruch, alles bis ins Letzte erklären zu können. Vielleicht muss man hier viele tausend Sonnenuntergänge erleben, um Bali zu verstehen. Tempel gehören zu Bali wie Tag und Nacht. Besonders bei Vollmondnächten wird es unheimlich in ihnen. Dann feiern die Tempel Geburtstag. Oder es finden, wie hier im Tempel der schwarzen Hexe Ranga, besondere Opferhandlungen statt. Letzter Tag der Pilgerreise. Die Wallfahrer nähern sich Besaki, der Mutter aller Tempel auf Bali, dem Haupttempel der Insel aus dem 8. Jahrhundert. Wir sind verzaubert vom Erleben der Wallfahrt in der Landschaft. Das hat so wenig mit der Rationalität unserer Welt zu tun. In Besaki erwartet man schon die Ankunft der Prozession. Das Pankawali Krama, die Reinigungszeremonie der Insel und Begegnung mit Göttern und Ahnen, steuert seinem Höhepunkt zu. In Besaki wächst die Spannung. Im Angesicht des Vulkans zelebriert ein hoher Brahmanenpriester die Rückkehr der Prozession. Der Muttertempel hat in der Zeit der Wallfahrt sein Angesicht verändert. Viele tausend Pilger haben mit ihren Opfergaben den Tempel besucht und heiliges Wasser empfangen. In ihrer Handhaltung unterscheiden sich die Betenden dieser Welt nur wenig. Diese Frauen gehören hohen balinesischen Familien an. Mit weißen Blüten in der Hand beten sie für das große Opferritual. Die Götterthrone sind mit Opfergaben angefüllt. Der Tempel wird beherrscht von den Farben der großen Gottheiten des hinduistischen Pantheons. Hinter den Priesterinnen, die Reis und heiliges Wasser spenden, tauchen die ersten Opfertiere auf. In Besaki erwartet man die große Prozession der Tiere und ihre Opferung.
Ein Ereignis, dem die Balinesen eine Bedeutung zumessen, die unserem Empfinden zuwiderläuft. Der Dalang, unser Schattenspieler, erzählt die Erlebnisse der Tierfänger beim Einfangen ihrer Beute auf seine Weise. Die Tierwelt ist von den Opferfesten nicht begeistert. Auch die Verheißung einer besseren Wiedergeburt überzeugt nicht recht. Die Tiere ziehen die Flucht dem Opfertod vor. Trifft der Tierfänger auf ein uneinsichtiges Opfertier, wird, wie hier, der Jäger zum Gejagten, der Tierfänger zum Opfer. Eingebettet in die Mythologie bekommen die Aktivitäten der Tierfänger eine durchaus komische Komponente. Zuletzt muss der Tierfänger mit deftigen Hieben das Opfertier von seiner Bestimmung überzeugen. Die Balinesen lieben die virtuosen Anekdoten des Schattenspielers. Die westlichen Tabus in Bezug auf Tieropfer gelten für sie nicht. Denn ein Opfertod in Besaki bringt den Tieren die einmalige Chance einer Wiedergeburt als Mensch auf Bali. Ob die Opfertiere diese Chance allerdings zu schätzen wissen, bleibt zweifelhaft. Auf jeden Fall werden sie mit farbigen Schleifen versehen, entsprechend der Farbe der ihnen zugedachten Gottheiten. Priesterinnen besprengen die Tiere mit heiligem Wasser, was die klagenden Laute ihrer Todesahnung keinesfalls unterdrückt. Es ist nicht unsere Sache, den Glauben und die Riten anderer Kulturen zu bewerten. Wir müssen unsere eigenen Praktiken gegenüber lebenden Wesen verantworten. Da hilft kein Sträuben. Doch auch dieser Rehbock scheint wenig erfreut, obgleich er in den Farben des Sonnengottes zur Schlachtbank getragen wird. Bei früheren Ereignissen dieser Art soll jeweils ein Exemplar aller in Indonesien vorkommenden Tierarten geopfert worden sein. Diesmal entdecken wir Schildkröten, Rinder, Schweine, Gänse, Enten und Hunde. Den Menschen, die die Tiere bei ihren letzten Runden im Klosterhof begleiten, merkt man die Versunkenheit in die hinduistische Vorstellungswelt an. Der ewige Kreislauf von Werden und Vergehen, die Hoffnung auf eine bessere Wiedergeburt, aufgrund der Taten, die man in diesem Leben vollbringt. Die eigentlichen Blutopfer vollziehen sich in der Abgeschlossenheit der äußeren Tempelhöfe. Wir begegnen den Opfertieren erst wieder nach ihrer Tötung. Aus den Tieren sind kunstvolle Opfertürme entstanden, die man mit Schirmen aus Haut und Darm überspannt hat. Nicht Gefühllosigkeit oder Grausamkeit, auch nicht Angst vor eigener Not sind die Gründe für die Tieropfer. Wir versuchen zu verstehen. Es geht um den Ausgleich zwischen den Welten, zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Göttern und Dämonen. Ähnliches gilt für die Vielzahl der Bilder, die aus farbigem Klebreis bestehen. Auch diese vergänglichen Kunstwerke sind Opfergaben an gute und böse Kräfte. Ihre Haltbarkeit ist begrenzt, sie dienen nur einem Zweck, der Besänftigung negativer Einflüsse
und der Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Gut und Böse. Die Prozession mit den Sänften der Götter und Ahnen kehrt nach Besaki zurück. Der magische Kreis zwischen Bergtempel und Meer hat sich geschlossen. Unsere Wallfahrt zur Götterinsel findet hier ihren Höhepunkt. Der Pilgerstrom der Balinesen dagegen reißt auch in den nächsten Monaten nicht ab. Das Ahnenfest auf Bali hat uns mit unerwarteter Eindringlichkeit in seinen farbenprächtigen Bann gezogen. Den Balinesen scheint es immer noch zu gelingen, die tieferen Bereiche ihrer Seelen und ihres Glaubens vor dem Zugriff der über 1 Million fremder Besucher im Jahr zu bewahren. Darin liegt wohl das eigentliche Rätsel der balinesischen Kultur und der großen Reinigungszeremonie der Insel. Übrigens, die Götter haben die Anstrengungen der Erdenmenschen anscheinend mit Wohlwollen wahrgenommen. Der heilige Vulkan hat diesmal geschwiegen. Gamelan-Orchestern begleiten die Dorfgemeinschaften ihre Götter und Ahnen bis zur Grenze ihrer Dörfer. Wir spüren die Bedeutung der Religion und werden nachdenklich. Was wir hier erleben, ist kein religiöser Feiertag. Es ist ein Fest, getragen von Individuen und Dorfgemeinschaften. Ein inneres Erlebnis und in Abständen wiederkehrendes Ritual. Unsere religiösen Feiertage verlaufen dagegen nüchtern. Es sind arbeitsfreie Tage, aber für viele keine Feiertage mehr. Umso mehr können wir diese Wallfahrt, an der wir als Gäste teilnehmen, genießen. Uns erfreuen am Farbenspiel der Prozession in der Landschaft. Taumelnd erreichen die Träger der Götterthrone einen Dorftempel, in dem die Prozession rasten will. Das tagelange Tragen der Schreine hat die Männer völlig erschöpft. Die Luftfeuchtigkeit ist unerträglich hoch und die Prozession hat sich in einem Tempo bewegt, dass wir uns fühlen wie nach einem Marathonlauf. Die Träger, aber auch die Götterthrone, sollen im Tempel Ruhe für die letzte Etappe des 100-Kilometer-Marsches sammeln. Vor Sänften und Ehrenschirmen finden sich immer neue Pilgergruppen mit Opfergaben ein. Vermutlich waren es Kaufleute und Mönche, die den Hinduismus im letzten Jahrtausend von Indien über Java nach Bali brachten. Hier hat er trotz einer muslimischen Umgebung überlebt. Der Balinese glaubt an die Seelenwanderung. Auch in Tieren, Pflanzen und Steinen leben für ihn eine oder mehrere Seelen. Wie ein Traumbild oder Schatten nehmen sie vom Körper Besitz. Für den Hindu ist es ein bedrückender Gedanke, in diesen ewigen Kreislauf des Sterbens und Geborenwerdens verstrickt zu sein. Man sagt, die einfachen Balinesen wüssten nicht viel von den philosophischen Tiefen der Religion. Opfergaben herstellen, in den Tempel gehen, beten und heiliges Wasser empfangen, gehört allerdings seit Kindesbeinen für sie zum Leben wie Essen und Trinken. Stop, stop, stop.
Hier am Strand hat die Prozession die Nacht verbracht und die Verbindung mit den bedrohlichen Kräften des Meeres gefunden. Was sich hier im Schutz der Dunkelheit an Zeremonien und Ritualen abgespielt hat, blieb unseren Kameras verborgen. Vor dem ersten Morgenlicht ist die Prozession vom Meer wieder aufgebrochen, um durch Reisfelder und Dörfer den Weg zurück nach Besaki am Fuß des Vulkans zu gehen. Die Überreste von Opfertieren am Strand lassen nur erahnen, was hier in der Nacht stattfand. Blutopfer, heidnische Gebräuche, satanische Riten, würde man bei uns sagen. Beschwörung und Besänftigung der Meeresdämonen nennt es der Balinese. Durch die Reisfelder beginnt unsere Suche nach dem Zug der Götterthrone und Ahnensänften. Die kunstvoll bewässerten Reisterrassen sind Quell des Wohlstandes und werden seit Urzeiten göttlich verehrt. Glaubt man alten Berichten, so liebten sich die Menschen früher in den Reisfeldern, um deren Fruchtbarkeit zu beschwören. Der Reisgöttin widmen die Balinesen auch ihr reinstes Zeremoniell, den Trance-Tanz junger Mädchen vor der ersten Menstruation. In Besaki bricht inzwischen die Prozession über die Dörfer zum Meer auf. Träger führen heilige Schreine und Sänften mit sich, auf denen Götter und Ahnen symbolisch Platz nehmen. Die Schreine sind mit den Zeichen der verehrten Gottheit verziert. Ehrenschirme schützen die Göttersymbole. Die höchste Gottheit trägt man in einem schmucklosen, von weißen Tüchern umhüllten Schrein. Auch böse Geister und allgegenwärtige Dämonen begleiten den Zug. Vier Tage und drei Nächte will die Prozession unterwegs sein. Die Strecke vom Tempel zum Meer und zurück misst 100 Kilometer. Wir begleiten die Karawane der Sänften und Throne, werden selbst zu Wallfahrern einer Reise in eine Welt, die nicht die unsere ist. Der heilige Vulkan überschaut den Weg der Prozession zum Strand. Die Dorfgemeinschaften erwarten die Ankunft des märchenhaften Zuges. Er bringt ihnen das heilige Wasser und die Nähe zu ihren Göttern. Vielfältige Opfergaben sind in den Dorfgemeinschaften hergestellt worden. An ihren Düften und Gerüchen sollen sich die unsichtbaren Ehrengäste laben. Dabei ist es gleich, ob sie die Ahnen erfreuen oder die Dämonen besänftigen. Denn letztlich haben die Opfergaben auch eine praktische Bedeutung, als willkommene Mahlzeit für die Wallfahrer.
Schon lange haben wir vergessen, dass wir eigentlich auf einer touristisch völlig erschlossenen Insel sind. Wir beginnen, eine Ebene im balinesischen Denken zu erspüren, die sich nur aus dem Charakter der ständig von Naturkatastrophen bedrohten Inseln erklären lässt. Eins mit den Göttern, die sich auf prächtig geschmückten Sänften zum Meer tragen lassen. So fühlen sich die Balinesen geschützt. Hier am Strand hat die Prozession die Nacht verbracht und die Verbindung mit den bedrohlichen Kräften des Meeres gefunden. Was sich hier im Schutz der Dunkelheit an Zeremonien und Ritualen abgespielt hat, blieb unseren Kameras verborgen. Vor dem ersten Morgenlicht ist die Prozession vom Meer wieder aufgebrochen, um durch Reisfelder und Dörfer den Weg zurück nach Besaki am Fuß des Vulkans zu gehen. Die Überreste von Opfertieren am Strand lassen nur erahnen, was hier in der Nacht stattfand. Blutopfer, heidnische Gebräuche, satanische Riten, würde man bei uns sagen. Beschwörung und Besänftigung der Meeresdämonen nennt es der Balinese. Durch die Reisfelder beginnt unsere Suche nach dem Zug der Götterthrone und Ahnensänften. Die kunstvoll bewässerten Reisterrassen sind Quell des Wohlstandes und werden seit Urzeiten göttlich verehrt. Glaubt man alten Berichten, so liebten sich die Menschen früher in den Reisfeldern, um deren Fruchtbarkeit zu beschwören. Der Reisgöttin widmen die Balinesen auch ihr reinstes Zeremoniell, den Trance-Tanz junger Mädchen vor der ersten Menstruation. Im Glauben der Balinesen schweben Engel auf die entrückten Körper hinab, die sie im Rhythmus der Lieder und Klänge der Gamelan-Orchester nächtelang wie Steinen leben für ihn eine oder mehrere Seelen. Wie ein Traumbild oder Schatten nehmen sie vom Körper Besitz. Für den Hindu ist es ein bedrückender Gedanke, in diesen ewigen Kreislauf des Sterbens und Geborenwerdens verstrickt zu sein. Man sagt, die einfachen Balinesen wüssten nicht viel von den philosophischen Tiefen der Religion. Opfergaben herstellen, in den Tempel gehen, beten und heiliges Wasser empfangen, gehört allerdings seit Kindesbeinen für sie zum Leben wie Essen und Trinken. Eine wahrlich verführerische Umgebung für die Ahnen und Götter. Für balinesische Verhältnisse hat man den unsichtbaren Ehrengästen und der ruhebedürftigen Dämonenwelt ein regelrechtes Schlaraffenland aus Opfergaben bereitet. Beim Verteilen des heiligen Wassers sind alle gleich. Durch das magische Zeremoniell hat sich das Quellwasser in eine heilige Flüssigkeit verwandelt.
Versprengt sie ein Priester, so glaubt der Balinese, können wenige Tropfen Wunder bewirken. Benetzt man damit betende Pilger, wird das Wasser zum verbindenden Element mit der geistigen Welt. Die große Reinigungszeremonie lebt von Details. Und die sind kindlich, naiv und einfach. Eine Abkehr von den vordergründigen materiellen Ebenen im Leben. Die Menschen nehmen an vertrauten Ritualen teil und können so eintauchen in ihr Inneres erleben. Eine gute Voraussetzung für die Begegnung mit Göttern und Ahnen. Wenn sich Schattenwesen wie Fledermäuse in einer offenen Höhle sammeln, muss dies eine Bedeutung haben. Im letzten Runden im Klosterhof begleiten, merkt man die Versunkenheit in die hinduistische Vorstellungswelt an. Der ewige Kreislauf von Werden und Vergehen, die Hoffnung auf eine bessere Wiedergeburt aufgrund der Taten, die man in diesem Leben vollbringt. Die eigentlichen Blutopfer vollziehen sich in der Abgeschlossenheit der äußeren Tempelhöfe. Wir begegnen den Opfertieren erst wieder nach ihrer Tötung. Aus den Tieren sind kunstvolle Opfertürme entstanden, die man mit Schirmen aus Haut und Darm überspannt hat. Nicht Gefühllosigkeit oder Grausamkeit, auch nicht Angst vor eigener Not sind die Gründe für die Tieropfer. Wir versuchen zu verstehen. Es geht um den Ausgleich zwischen den Welten, zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Göttern und Dämonen. Ähnliches gilt für die Vielzahl der Bilder, die aus farbigem Klebreis bestehen. Auch diese vergänglichen Kunstwerke sind Opfergaben an gute und böse Kräfte. Ihre Haltbarkeit ist begrenzt, sie dienen nur einem Zweck, der Besänftigung negativer Einflüsse und der Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Gut und Böse. Die Prozession mit den Sänften der Götter und Ahnen kehrt nach Besaki zurück. Der magische Kreis zwischen Bergtempel und Meer hat sich geschlossen. Unsere Wallfahrt zur Götterinsel findet hier ihren Höhepunkt. Der Pilgerstrom der Balinesen dagegen reißt auch in den nächsten Monaten nicht ab. Das Ahnenfest auf Bali hat uns mit unerwarteter Eindringlichkeit in seinen farbenprächtigen Bann gezogen. Den Balinesen scheint es immer noch zu gelingen, die tieferen Bereiche ihrer Seelen und ihres Glaubens vor dem Zugriff der über 1 Million fremder Besucher im Jahr zu bewahren. Darin liegt wohl das eigentliche Rätsel der balinesischen Kultur und der großen Reinigungszeremonie der Insel. Übrigens, die Götter haben die Anstrengungen der Erdenmenschen anscheinend mit Wohlwollen wahrgenommen. Der heilige Vulkan hat diesmal geschwiegen. Zum Opfer. Eingebettet in die Mythologie bekommen die Aktivitäten der Tierfänger eine durchaus komische Komponente.
Zuletzt muss der Tierfänger mit deftigen Hieben das Opfertier von seiner Bestimmung überzeugen. Die Balinesen lieben die virtuosen Anekdoten des Schattenspielers. Die westlichen Tabus in Bezug auf Tieropfer gelten für sie nicht. Denn ein Opfertod in Besaki bringt den Tieren die einmalige Chance einer Wiedergeburt als Mensch auf Bali. Ob die Opfertiere diese Chance allerdings zu schätzen wissen, bleibt zweifelhaft. Auf jeden Fall werden sie mit farbigen Schleifen versehen, entsprechend der Farbe der ihnen zugedachten Gottheiten. Priesterinnen besprengen die Tiere mit heiligem Wasser, was die klagenden Laute ihrer Todesahnung keinesfalls unterdrückt. Es ist nicht unsere Sache, den Glauben und die Riten anderer Kulturen zu bewerten. Wir müssen unsere eigenen Praktiken gegenüber lebenden Wesen verantworten. Da hilft kein Sträuben. Doch auch dieser Rehbock scheint wenig erfreut, obgleich er in den Farben des Sonnengottes zur Schlachtbank getragen wird. Bei früheren Ereignissen dieser Art soll jeweils ein Exemplar aller in Indonesien vorkommenden Tierarten geopfert worden sein. Diesmal entdecken wir Schildkröten, Rinder, Schweine, Gänse, Enten und Hunde. Den Menschen, die die Tiere bei ihren letzten Runden im Klosterhof begleiten, merkt man die Versunkenheit in die hinduistische Vorstellungswelt an. Der ewige Kreislauf von Werden und Vergehen, die Hoffnung auf eine bessere Wiedergeburt, aufgrund der Taten, die man in diesem Leben vollbringt. Die eigentlichen Blutopfer vollziehen sich in der Abgeschlossenheit der äußeren Tempelhöfe. Wir begegnen den Opfertieren erst wieder nach ihrer Tötung. Die kunstvoll bewässerten Reisterrassen sind Quell des Wohlstandes und werden seit Urzeiten göttlich verehrt. Glaubt man alten Berichten, so liebten sich die Menschen früher in den Reisfeldern, um deren Fruchtbarkeit zu beschwören. Der Reisgöttin widmen die Balinesen auch ihr reinstes Zeremoniell, den Trance-Tanz junger Mädchen vor der ersten Menstruation. Im Glauben der Balinesen schweben Engel auf die entrückten Körper hinab, die sie im Rhythmus der Lieder und Klänge der Gamelan-Orchester nächtelang wiegen. Trance-Phänomene gibt es in vielen Kulturen. Durch das Ausschalten des Tagesbewusstseins kommt das Unbewusste, das Verdrängte hervor. Der Bereich jenseits von Ablenkungen und Fremdeinflüssen. Die ausgesuchten jungen Mädchen vor der Geschlechtsreife knüpfen das Band mit den vernachlässigten unbewussten Bereichen. In der reinen Intuition liegt die Verbindung zum Göttlichen, zu den Seelenschätzen der Ahnen. Das spürt auch unser entfremdetes westliches Empfinden.
Das Erwecken aus der Trance ist Aufgabe des Priesters. Behutsam besprengt er die Dahingesunkenen mit heiligem Wasser. Im Schoß ihrer Mütter werden sie vorsichtig ins Diesseits zurückgeholt. In der Kultur Balis gibt es zwei Welten. Eine vordergründige zur Befriedigung touristischer Neugier und eine tief empfundene, die im Schutz... Die große Reinigungszeremonie lebt von Details. Und die sind kindlich, naiv und einfach. Eine Abkehr von den vordergründigen materiellen Ebenen im Leben. Die Menschen nehmen an vertrauten Ritualen teil und können so eintauchen in ihr Inneres erleben. Eine gute Voraussetzung für die Begegnung mit Göttern und Ahnen. Wenn sich Schattenwesen wie Fledermäuse in einer offenen Höhle sammeln, muss dies eine Bedeutung haben. Für die Balinesen wird daraus sofort ein Fledermaustempel zur Verehrung des Schlangengottes. Achtung vor Naturerscheinungen, Erkennen und Verehren der vielfältigen Wesen im Diesseits und Jenseits. Das macht die Faszination und Vielfalt der Tempel auf Bali aus. Erd- und Schlangengeister, Nagas oder Wächterdämonen. In den Tempeln ist Platz für alle Aspekte des hindu-balinesischen Kosmos. Der Gläubige erkennt in ihnen vielleicht seine Situation, klärt mit ihnen sein Innenleben. Besonderes Merkmal fast aller balinesischen Tempel, böse angelegt. Das Böse ist freilich oft so stark, dass es das Gute völlig unterdrückt. Mit Fabelwesen rückt das Tanzspiel der nun verhüllten Fratze der schwarzen Hexe zu Leibe. Die Begegnung mit dem Bösen in den Tanzspielen hat einen einfachen Hintergedanken. Die grauenvolle Maske der schwarzen Randa soll Furcht vor dem Bösen bewirken. Wer sich vor dem Bösen fürchtet, setzt sich für das Gute ein, könnte das Motto lauten. In Besaki bricht inzwischen die Prozession über die Dörfer zum Meer auf. Träger führen heilige Schreine und Sänften mit sich, auf denen Götter und Ahnen symbolisch Platz nehmen. Die Schreine sind mit den Zeichen der verehrten Gottheit verziert. Ehrenschirme schützen die Göttersymbole.
Die höchste Gottheit trägt man in einem schmucklosen, von weißen Tüchern umhüllten Schrein. Auch böse Geister und allgegenwärtige Dämonen begleiten den Zug. Vier Tage und drei Nächte will die Prozession unterwegs sein. Die Strecke vom Tempel zum Meer und zurück misst 100 Kilometer. Wir begleiten die Karawane der Sänften und Throne, werden selbst zu Wallfahrern einer Reise in eine Welt, die nicht die unsere ist. Der heilige Vulkan überschaut den Weg der Prozession zum Strand. Die Dorfgemeinschaften erwarten die Ankunft des märchenhaften Zuges. Er bringt ihnen das heilige Wasser und die Nähe zu ihren Göttern.